Wir brauchen Orte, an denen wir zurückschauen, aus der eigenen Zeit aussteigen und in die Vergangenheit reisen können. Orte, in denen wir dem Lebensgefühl einer zurückliegenden Epoche nachspüren. Wir brauchen Möglichkeiten, unserer eigenen schnelllebigen Zeit zu entkommen. Rückzugsmöglichkeiten, wo man Stille erfahren, besondere Sinneserfahrungen sammeln kann. Ein solcher Ort ist das BC Kuckuckhaus in Kleve, ein Künstlerhaus der Romantik. Ein Denkmal der Schönheit, Harmonie und Perfektion. Ganz im Sinne Johann Wolfgang von Goethes. Architekten und bildende Künstler müssen wohnen wie Könige und Götter. Wie sollen sie sonst für Könige und Götter bauen und verzieren? Barend Cornelis Kuckuck wurde 1803 in Middelburg, Zeeland, in die zweite Generation einer Malerfamilie hineingeboren und wurde in den Jahren ihr berühmtester Sohn. Nach dem Studium der Malerei bei seinem späteren Schwiegervater Jean-Augustin Devay in Amsterdam und einigen Stationen in den Niederlanden kam er als 31-Jähriger frisch verheiratet mit Elise Therese, zwar praktisch mittellos, aber mit einer Aussicht auf eine vielversprechende Malerkarriere nach Kleve. Angezogen von einer Stadt auf Hügeln mit wunderbarer Weitsicht, umgeben von alten Wäldern in der Nähe des Rheins und den Niederlanden. Dieser Ort schien dem jungen Kuckuck als perfektes Motiv für seine Malerei und der ideale Mittelpunkt seines Lebens zu sein. Der florierende Kurbetrieb in Bad Kleve verlieh der Stadt zudem ein internationales Flair und lockte viele reiche Kurgäste nach Kleve, auch willige Käufer seiner Gemälde. Durch seine Verbindungen zum niederländischen Königshaus gelangten seine Gemälde in die Gemächer der Königs- und Adelsfamilien. Nicht selten kamen die Auftraggeber persönlich nach Kleve, um den Prinzen der Landschaftsmaler zu besuchen. Die königliche Aufwartung von Wilhelm II., König der Niederlande, gehört zu den besonders erwähnenswerten. In diesem Sessel soll der König beim Besuch seines geschätzten Malers gesessen haben. Kuckuck schreibt in seinen für seine Schüler geschriebenen Erinnerungen: Die Natur ist die Lehrmeisterin der Kunst. Habt ihr einen Garten mit Bäumen und Pflanzen? Dann sucht dort eure Studien zu machen. Sie lehren euch doch die Wahrheit. Im Garten liegen also Ursprung und Idee für das Paradies des Landschaftsmalers. Die Natur war für das Lebensgefühl und die Kunst der Romantik eine Quelle der Inspiration. Erst in dieser Epoche der Kunst entwickelte sich eine eigenständige Landschaftsmalerei. So verwundert es nicht, dass Kuckuck zuerst ein Stück Garten in einer Hanglage mit einem Stadtmauerturm erwarb. Den weißen Turm baute er zum Atelier aus mit schönstem Blick in das Umland und taufte ihn in Belvedere um. Das Dach des Turms ziert heute wie auch damals eine Statue der Minerva, Göttin der Kunst. Heute befindet sich der Turm im Privatbesitz. Den weißen Turm mit der Minerva hat Kuckuck in einem Gemälde mit dem Titel Souvenir de Kleve, Erinnerung an Kleve, im Jahr 1847 festgehalten. Kuckuck beauftragte 1846 den besten Klever Architekten Anton Weinhagen für die Planung und den Bau seines Künstlerhauses. Vorbild waren die italienische Renaissance und die Häuser der großen Künstler wie Michelangelo oder Mantegna. Das 1848 fertiggestellte Palais im damals preußischen Kleve sollte ihm, dem Malerfürsten und seiner Familie, als standesgemäße Behausung bis zu seinem Tod dienen. Der Originalgrundriss des Gebäudes aus der Hand von Anton Weinhagen ist bis heute erhalten geblieben. Im Untergeschoss, dem sogenannten Souterrain, befanden sich die Wirtschaftsräume, Küche, heute Antiquariat, Bedienstetenstube, heute Museumsshop, Speisekeller, ein Weinkeller. Das Vestibül ist die mit Marmor verkleidete Eingangshalle, die den ersten Eindruck des Reichtums des einstigen Besitzers vermittelt. Der niederländische König Wilhelm II. Spendierte seinem Lieblingsmaler den Marmor. An der Porträtbüste des Hausherrn vorbei gelangt man in die Belle Etage. Der offizielle Besuch bei dem Landschaftsmaler führte zunächst in das Herzstück des Künstlerpalais, den sogenannten Saal. Mit großen Fenstern, viel Gold im Stuck,
goldenen Rahmen und Kerzenhaltern mit Spiegeln wurde das Licht eingefangen, damit die Gemälde besonders gut zur Geltung kamen. Hier wurden sie ausgestellt, damals wie heute. Der festliche Rahmen dieser Räume wird heute gerne von Paaren geschätzt, die sich in einem besonderen Ambiente das Jawort geben möchten. Neben dem Saal befand sich die Wohnstube, die zum Empfang der Gäste des engeren Familienkreises genutzt wurde. Heute ist es ein Ausstellungsraum und das Musikzimmer. 1906 wurde die Etage um ein Zimmer erweitert. Links von der Wohnstube mit großen Fenstern zum Garten befand sich die Kinderstube. Es war das Zimmer der vier Töchter der Eheleute Kuckuck. Annette, Anna Elisabeth, Adele Alexandrine und Marie-Louise. Das von Kuckuck mit Pastellkreide gemalte Porträt der dritten Tochter Adele Alexandrine befindet sich in der Sammlung des Museums. Auch der Speisesaal der Familie befand sich auf der Belle Etage. Hier werden heute die Familienporträts und einige persönliche Gegenstände der Familie aufgestellt. Die Nähschatulle der Frau Kuckuck, in der sich die Haarlocken der vier Töchter befinden. Eine Besonderheit ist die Silberpalette, die Kuckuck von seinen Schülern im Jahr 1842 als Geschenk bekam. Auf der Rückseite sind die Signaturen der Schüler mit dem Schenkungsjahr eingeritzt. Im ersten Obergeschoss wohnte die Familie Kuckuck. Im Salon traf man sich für Musik, Spiel und Gespräch. Heute sind hier die Gemälde der Malerfamilie Kuckuck ausgestellt. Seebilder von der niederländischen Küste. Es schließt sich die Schlafstube der Eltern an. Heute, wie auch die weiteren Räume der ersten Etage, bestückt mit Gemälden der rund 20 Schüler B.C. Kuckucks, den Malern der sogenannten klevischen Romantik, darunter Niederländer und Deutsche. An die Schlafstube grenzt die zweite Kinderstube der vier Töchter an. Neben Landschaftsgemälden befinden sich dort auch einige Möbel und Ausstattungsstücke aus einstigem Familienbesitz. In der ersten Etage befand sich auch die Fremdenstube, das Gästezimmer. Hier sind Skizzenbücher, Grafiken und Zeichnungen Kuckucks und seiner Schüler ausgestellt. Auch die Lithografiemappen mit verschiedenen Landschaftsmotiven befinden sich dort. Angrenzend das Ankleidezimmer der vornehmen Hausherrin, das Boudoir mit einem Balkon. Über die Treppe gelangt man in das zweite Obergeschoss, die Dachetage. Auf dieser Etage wohnten Mägde, Gouvernanten, also Kindermädchen und Bedienstete, in der Bedienstetenstube. Zwei weitere Räume sind mit Devaille und Atelier eingetragen. Hier hatten zeitweise Mitglieder der Malerfamilie ihr Atelier und ihre Wohnung. Heute werden in diesen Räumen Wechselausstellungen gezeigt. Das besonders schöne, geräumige, hölzerne Treppenhaus ist durch jeweils drei große Fenster, die zwei Etagen überbrücken, gut beleuchtet. Eine sogenannte Laterne, die auf das Flachdach des Hauses gesetzt ist, lässt großzügig weiteres Licht in das Gebäude fließen. Die Bilderbuchkarriere des Malerfürsten, der bei Königen und auf den Salons Europas verkehrte und seine Gemälde verkaufte, endete plötzlich mit einem Schlaganfall. Kuckuck konnte seinen Beruf, seiner Leidenschaft nicht mehr nachgehen und zog sich in den Wohnbereich des Hauses zurück. Es sollte nicht länger als 100 Jahre dauern, bis das Haus im Jahr 1960 wieder den schönen Künsten dienen konnte, als Museum B.C. Kuckuckhaus. Seit 1997 ist das Haus Eigentum der Nordrhein-Westfalen-Stiftung unter der Obhut der Stiftung B.C. Kuckuckhaus. Das Œuvre von Barend Cornelis Kuckuck ist auf die großen und namhaften Museen der Welt verteilt. Jedoch an keinem Ort werden Sie beim Betrachten der Werke dem Künstler näher sein können als hier im B.C. Kuckuckhaus mit dieser einzigartigen Umgebung und Geschichte.